Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Johnny. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg ins Gym. Heute ist Samstag. Ich versuche noch auf jeden Fall was zu machen. Es war Leg Day. Aber ich habe nur noch leichte Verletzungen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt Kniebeugen machen kann, ob ich jetzt Isolationsübungen machen kann oder Beinstrecker beim Beuger oder Adaptoren, Maschine benutzen muss oder so. Das werden wir auf jeden Fall dann gleich sehen. Ich werde jetzt noch eine Kleinigkeit essen. Was ich dann auf jeden Fall essen werde, seht ihr dann gleich. Oder ich zeige es euch jetzt einfach. Ich mache wieder diese als Pre-Workout diese Toppers. Dazu gibt es hier die Heidelbeeren. Dazu mache ich mir hier, kann ich gleich rausnehmen, diese Mandelmilch. Oder wie das heißt? Mandel ohne Zucker von Alpro. Das mache ich mir auf jeden Fall. Und dann gönne ich mir dazu Yum Yum Way Greek Style. Link in der Beschreibung, Freunde. Ich habe so einen Schultermuskelkater, also ich weiß nicht, was ich zurzeit mache, aber ich mache zurzeit sehr viel richtig, weil ich spüre die Gains. Und ich habe gestern Rücken wie ein Geisteskranker trainiert, wieder einarmige Sachen gemacht, so einarmig gerudert mit Kurzhandel und so, 60er und 30er rum drauf und gerudert. Oder an der Maschine einarmig gerudert, also nicht Maschine, sondern einem Seilzugturm, wo man normalerweise eng rudert, nach vorne gerichtet, flaches Rudern. Habe ich einarmig gemacht, auch mit 90 Kilo und dann mit 80, 70, 50 einmal durchgeknallt. Und ich habe jetzt am ganzen Rücken, mal gucken, ob man das ansehen kann. Ob man das da sehen kann. Ich habe hier am ganzen, ach, ich kann meinen Arm nicht mehr in den Rücken machen, scheiße. Am ganzen Rücken komplett Muskelkater zu, es tut einfach scheiße weh. Naja, auf jeden Fall, vielleicht gibt es ein bisschen Creme Rock. Goat und ERAs, natürlich im Gym ERAs, Was wir machen? Ich habe gerade noch ein paar Bilder gemacht. Gefrühstückt habe ich eigentlich schon, aber wie heißt es eigentlich mein Pre-Workout? Und als mein Frühstück gab es wie immer meinen Quark mit Heidelbeeren, mit Whey und Toppers. Also diese Toppers, ich weiß nicht, die wirken bei mir Wunder. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich. Ich richte mich fürs Gym, ziehe mich gleich nochmal um, duschen und dann sind wir auf dem Weg. Bis gleich. Liebe Bodybuilder-Fans, ja, Tasche, alles ist gepackt. Jetzt fehlt mir noch meine Jacke. Jetzt hier ist heute, glaube ich, so eine schwarze Jacke einfach drüber. Weiß draußen, es ist warm, aber es ist für mich angenehm. Ich habe ein bisschen Wechselsachen mit. Jetzt fahren wir los. Let's go! Jetzt bin ich im Gym angekommen, werde jetzt auf jeden Fall meinen Warm-up machen. Heißt ganz leicht Mobility, ganz nur ganz, ganz wenig, ja, weil, wie gesagt, mein Beinbiss tut immer noch weh. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr in den Spagat reingehen. Nur ganz leicht die Hüften aufwärmen und so, dass ich vielleicht squatten kann. Wäre natürlich geil, aber irgendwas mit meiner Ferse oder Fußballen. Ferse, Fußballen, ja. Auf jeden Fall tut da, also fühlt sich an, als würde der Knochen wehtun. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich zurzeit mit diesen Ballerinaschuhen immer trainiere. Heißt keine Sohle, kein Schutz, so gesagt. Vielleicht müssen sich meine Füße an diese Sache halt gewöhnen, ja. Während dem Training kriege ich E3 Workouts mäßig. Die Yum Yum ERAs. Link in der Beschreibung. Nächster Satz 100 Kilo, let's go. Innen bei der Peanut. Okay, der Satz war ganz gut. 180, komm, jetzt, let's go. Jemand hat mich dazu überredet, 200 zu beugen. Easy, oder? Maschine braucht einfach Gewichte. Und jetzt beugt das Ding lecker. Okay. Komm weiter, komm. Und komm. Komm.
Okay. Easy, 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 komm. Und. Aufstehen, 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 ja. Ich muss ja auch in Zukunft jetzt auch schwerer trainieren, weil im Dezember ist wieder der nächste Wettkampf. 240 will ich drin haben eigentlich. Ja, Leute, Handgelenke müssen noch ein bisschen stabilisiert werden. Und dann wird es noch so viel raus. Gerade. Ja. Sehen wir doch aber hier. Das muss man erstmal beugen, deswegen. Johannes hat gesagt, naturale Grenze bei 200 Kilo. Ja, mindestens. Los. Also ist doch alles da. Okay, gut. Alter. Ja, es ist schwer zu beugen, das ist natürlich ein ganz komisches Gefühl wieder. Oh. Vor allem das schwere Gewicht wieder auf dem Nacken. Ist ja 20 Kilo schwerer als sonst. Man spürt es aber sofort. Oh. Ich habe zum Glück die Sicherung hier am Boden gehabt. Hier. Immer da und da. Falls das Gewicht nicht mehr hochbekommen hätte, dass ich es einfach ab. Ja, geil. Let's go. So. Daniel und ich machen jetzt gerade ein bisschen Beinstrecker. Ich gehe noch ganz kurz auf Toilette. Ich muss die ganze Zeit pinkeln, weil wenn man die ganze Zeit Druck ausübt auf seine Blase mit schweren Gewichten, dann muss man irgendwann auch pinkeln gehen. Das machen wir jetzt auch. Aber ich nehme euch da jetzt nicht mit. Ja, jetzt laufen wir. Daniel, Daniel, wo bist du? So, Daniel, mein Schatz, danke, dass du gewartet hast. Full Stack, oder? Ja. Geil, Mann. Effektive Sätze. Es macht mir Spaß, den Kopf zerstören, wirklich. Ach, das war auf jeden Fall geil. Ja, Leute, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt auch besser verstehen, weil bei dem Wettkampf hatte ich ein Mikrofon drauf und habe die das Geräusch des Teams oder halt die. Die Sprachempfindlichkeit oder das Mikrofon, Mikrofonempfindlichkeit war auf ganz niedrig. Jetzt habe ich es wieder hochgeschraubt, jetzt könntet ihr mich eigentlich wieder normal hören. Mal gucken hier. Also für mich steht jetzt noch 5 Sätze Beinbeuge an, einbeinig. Und dann noch 2-3 Sätze Waden. Bei Waden muss ich eigentlich nicht so schwer trainieren zum Glück. Ja, dann bin ich auch ganz zufrieden. Ah, schön. Schönes Training mit Daniel. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja, Leute, Physiotherapie war sehr, sehr gut. Alles war alles sehr, sehr gut. Ich habe richtig Verspannung im Rücken gehabt. Nicht Verspannung, aber richtig kranken Muskelkater. Der Physiotherapeut hat gesagt, nee, du hast da keine Verspannung, du hast einfach nur einen krassen Muskelkater. Ich dann so einwandfrei, war geil, ja. Also habe ich meinen Rücken doch richtig gut penetrieren können. Und wie ihr gesehen habt, heute war kein schweres Training. In Anführungszeichen. Ja, heute war ein schweres Training. Aber nicht gewollt. Und morgen trainiere ich mit den Daniel nochmal. Und dann ziehe ich den Push-Training mit ihm, weil er hat ja auch richtig viel Ahnung. Und ja, wird interessantes Duo. Auf jeden Fall, meine Freunde, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich bin echt am Arsch, meine Beine
tun scheiße weh. Also die ziehen echt, die verkrampfen so tagsüber jetzt. Das heißt, ich muss so ein bisschen Wasser trinken und machen wir gleich mal wieder Yum Yum Way. Ihr kennt den Move. Rein in meinen Shaker. Und dann geht dann in den nächsten Pen. Chillax ist ja immer noch ausverkauft. Scheißdreck. Leute, warum müssen wir alles wegkaufen? Was soll der Kack? Ja? Ich will auch ein bisschen, ich will auch gut schlafen. Was soll das? Bei dir, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, ich kann noch schwer heben, wie man gesehen hat. Ich muss nur nachdenken, was ich tue. Mit Bedacht arbeiten. Jo, und dann wünsche ich euch an dieser Stelle eine gute Nacht. Träume schönes, nicht vergessen. Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, Kommentar da lassen. Und nicht vergessen, checkt unser Shop ab. Am Sonntag ist es kostenfrei. Also, heute. Gib bitte.